Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur back am Start. Nach dem doch recht ansehnlichen Abstecher im neuen Punk Toilet Slot habe ich mich heute tatsächlich in einer weiteren Neupublikation eingefunden. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Publikation aus dem Hause Elk Studios, namentlich geläufig unter Illogico. Wie einige von euch anhand des Auslauts erkennen konnten, handelt es sich hierbei um einen Revamp des allseits bekannten Tropicool Slots. Das Prinzip ist äquivalent, die Bonus-Buys sind äquivalent und wie ihr sicherlich anhand des Videotitels feststellen konntet, werde ich mich heute an 3 10.000 Euro Bonus-Buys ranwagen. Ich werde mir in meinem Fall immer das reguläre Bonus-Feature kaufen. Diese Super-Bonus-Buys haben sich in der Vergangenheit noch nie bewährt, dementsprechend werde ich mir jene heute sparen. Sofern es extrem schlecht läuft, reduziere ich möglicherweise frühzeitig den Einsatz. Vom Funktionsmechanismus finde ich den Tropicool Slot extrem gut gelungen. Das Prinzip ist hier grundsätzlich dasselbe. So gesehen sollte mir jener Slot eigentlich auch zusagen. Mit Tropicool verbinde ich eigentlich meine schlechtesten Casino-Sessions. In diesem Slot habe ich wohl oder übel das meiste Geld versenkt. Ich hoffe einfach mal, dass Illogical von dieser Norm abweicht. Und ich fackle auch gar nicht allzu lange rum. Ich starte direkt mit dem ersten 10.000 Euro Bonus bei. Währenddem ich mir die Animation anschaue, möchte ich noch ein finales Mal mein Gewinnspiel anschneiden. Ich verlose im Monat Februar 1500 Euro, der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung und die Teilnahme ist im selben Zug selbsterklärend. Das könnt ihr bei Interesse gerne abchecken. Im Vergleich zum Löwenanteil der Streamer verfolge ich sehr kulante Teilnahmebedingungen. Es ist weder ein Stake-Account für die Teilnahme erforderlich noch ähnliches. Genaueres dazu findet ihr natürlich im Gewinnspiel selbst, das könnt ihr bei Interesse abchecken, der Bonus hat ja so und so schon gestartet. Ich brauche hier natürlich zeitnah viele Retrigger und im selben Zug gute Multiplikatoren. Sofern ich jene zeitnah bekommen könnte, ist tatsächlich einiges drin. So im Prinzip her natürlich interessant gelungen. Top-Symbol ist logischerweise der Space Shuttle, ist recht simpel, erinnert mich warum auch immer an Star Trek. Frag mich bitte nicht warum. Ist vom Prinzip her tatsächlich nicht auf Star Trek aufgebaut. Ich dachte mir das vorher, habe das kurz abgecheckt und lag tatsächlich falsch. Ich bekomme bis dato eigentlich einen mittelmäßigen Bonus. Einen Dreier-Multi, bis dato noch keinen einzigen Retrigger, einen guten Ace-Clear. Mit Optimismus bekomme ich ein paar weitere Spins, beziehungsweise vorzugsweise ein paar gute Multiplikatoren. Ich verbinde in meinem Fall nichts. Die nächste Verbindung sollte mir eigentlich einen weiteren Multiplikator kreditieren. Ich starte womöglich aber tatsächlich mit einem extrem schlechten Bonus, bekomme einen weiteren 3er-Multi, erreiche somit einen 6er-Multiplikator, mit Optimismus verbinde ich die Queens, jene bekomme ich tatsächlich nicht, bekomme jetzt einen ganz akzeptablen Clear, ein 720 Euro Hit, ein Wild, das ist tatsächlich keine weitere Verbindung und das trotz des Wilds, der finale Spin bringt mir eine Verbindung auf ein paar Symbolen, ein weiterer 1140 Euro Hit. Ein Break-Even-Bonus wird sich wohl oder übel nicht ausgehen. Ich starte aber nicht extrem schlecht, ich verliere nur ein bisschen was, genau genommen 6000 Euro. Ich meine, gut ist es nicht, versteht mich bitte nicht falsch. Katastrophal ist es im selben Zug natürlich auch nicht. Ich bräuchte ja an sich nur einen soliden Bonus, der Maximalgewinn beläuft sich wie in den Elk Studios dort üblich natürlich auf 10.000 Mal. So gesehen könnte ich auf einen 10.000 Euro Bonus bei rein theoretisch 1 Million Euro gewinnen. Bräuchte hierfür eigentlich nur ein solides Setup, sofern ich nach 3 Bonus Buys extrem schlecht abgespeist werde. Ist es halt mal wieder der Fall, daran kann ich effektiv nichts ändern. Ich wollte den Slot wie bereits angebracht antesten, habe schon mehrmals angepriesen und werde hoffentlich nicht komplett abgezogen. Ich starte ehrlicherweise mittelmäßig bzw. recht schlecht. Ich bekomme ein paar Drops. Ich bekomme einen extra Spin, ich bekomme 2 extra Multis, ich bekomme einen Top-Symbol-Drop, der mir effektiv nichts bringt. Bräuchte eine weitere Verbindung, die ich tatsächlich bekomme. Das sind Aces. Mit Optimismus verbinde ich die Kings bzw. verbinde ich so und so. Das sollte mir im nächsten Spin einen weiteren Multiplikator kreditieren. Ich bekomme einen weiteren Multi und einen weiteren Spin. Vom Setup her sieht es wesentlich besser aus. Das ist eine weitere Connection. Jacks werde ich wohl oder übel nicht mehr verbinden. Das ist ein Deadboard. So sieht's aus. Bis dato läuft es trotzdem ganz gut. Ich verbinde nichts. Ich verbinde wieder nichts. Wieder nichts. Wobei eine Mini-Verbindung. Okay, besser als nichts. Aces verbinde ich mit ein bisschen Optimismus. Der Optimismus ist wohl fehl am Platz. Ursprünglich sah es gut aus, das könnte tatsächlich der zweite katastrophale Bonus werden und somit trete ich womöglich in die Fußstapfen des notorischen Tropicool Slots. Ich bekomme einen extra Spin, ich bekomme ein Sticky Wild.
So gut sieht's nicht aus. Also wirklich gut sieht's ganz und gar nicht aus. Bräuchte jetzt noch ein paar solide Verbindungen. Ansonsten wird da recht wenig drin sein. Ich bekomme, sofern ich das richtig sehe, in der Verbindung auf den Jacks. Ist nicht so schlecht. Das ist ein Sticky Wild, das ich hier garantiert bekomme. Mit Optimismus verbinde ich Aces, beziehungsweise ein Top-Symbol auf der 1 wäre super. Das ist nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein guter Hit, das ist eine Animation, das sind 2400 Euro. Der Bonus ist besser wie der vorhergehende Bonus. Ob man sich drüber freuen sollte, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall ist er trotzdem besser. Sofern ich jetzt einen Space Shuttle auf der 1 bekommen könnte, geht sich mit Optimismus sogar am Break-Even-Bonus aus. Das ist ein ganz guter Clear. Das ist ein weiterer solider Hit. Nimm ich gerne mit. Das sind nochmals 3240 Euro. Mehr werde ich wohl nicht verbinden, sofern ich das richtig sehe. Mehr verbinde ich tatsächlich nicht, ist somit der zweite Minusbonus bei. Ich verliere tatsächlich nur 1500 Euro. Das klingt immer so, als wäre es nichts. 1500 Euro sind und bleiben 1500 Euro. Das sah zwischenzeitlich wesentlich schlechter aus, somit kann ich mit dem Ergebnis eigentlich ganz gut leben. Ich probiere es ein drittes und vermeintlich letztes Mal. Vielleicht kreditiert mir der letzte Bonus bei mindestens den ersten profitablen Bonus. Jack auf der 1 wäre super. Bekomme ich natürlich nicht. Vom Start her sieht es schlecht aus. Ich bräuchte natürlich gegebenenfalls ein paar Wilds, gegebenenfalls ein paar gute Drops oder eben ein paar Top-Symbol-Verbindungen. Sofern ich jene bekommen könnte, ist hin und wieder was drin. Oft auch nichts, muss man auch so sagen, wie es ist. Ich bekomme keine Connection. Ich bekomme Deadspin nach Deadspin. Okay, Queens. Die erste All-the-Way-Verbindung auf einen Zweier-Multi. Ich bekomme logischerweise einen Wild-Drop. Ich bräuchte jetzt eine Verbindung auf den Jacks, die bekomme ich tatsächlich auch. Ist jetzt kein guter Hit, gibt mir aber einen extra Full Clear, gibt mir ein weiteres Wild. Das kreditiert mir so gesehen einen guten Hit, denn diese Wild Wilds ist an sich nie schlecht. Ich bekomme zwei weitere Multis, beziehungsweise einen weiteren Multiplikator. Bräuchte eine All-the-Way-Verbindung auf den Computer, bekomme ich natürlich nicht. Mindestens eine Mini-Verbindung. Komm, ein Profitbonus ist wohl drin. Bitte, lass mich nicht hängen. Ein Profitbonus wird sich wohl oder übel ausgehen. Ansonsten probiere ich es vielleicht sogar ein viertes Mal. Ob das dann eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, wird sich zeigen. Ich hoffe natürlich auf einen soliden Bonus. Vom Setup her sieht es mal wieder katastrophal aus. Ich bekomme im letzten Spin keine Connection, wobei ich bekomme eine Mini-Verbindung. Jetzt bekomme ich nichts mehr. Ne, ich bekomme nichts mehr. Der dritte Minusbonusball. So kann ich eigentlich nicht rausgehen. Ich probiere es tatsächlich ein viertes Mal. Ich könnte mir rein theoretisch einen 30.000 Euro Superbonus kaufen. Das mache ich aus rein monetärer Perspektive nicht. Der vierte und somit garantiert letzte Bonusball, egal was passiert. Ich finde den Slot vom Prinzip her eigentlich ganz gut gelungen. Aus monetärer Perspektive schließt er direkt an Tropical an. Ich meine, wesentlich schlechter kann es eigentlich nicht laufen. Drei Bonusballs, zwei katastrophale Bonusballs, einen mittelmäßigen Bonusball, einen Break-Even-Bonusball bekam ich noch nicht zu Gesicht. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ich bräuchte logischerweise ein paar Retrigger, ein paar gute Drops. Oder eben gegebenenfalls ähnliches. Ich bekomme nichts. Ich bekomme wieder nichts. Wieder nichts. Queens all the way. Okay. Ist wieder so ein mieser Bonus. Das wird nichts. Sage ich euch so, wie es ist. Das wird garantiert nichts. Ich bekomme keine Retrigger. Ich bekomme nichts der Art. Entschuldigt mein Gejammer. Aber dass es im Hause Elk Studios immer schlecht läuft, ist selbst für mich irgendwie schwer verständlich. Das gesamte Prozedere, eigentlich ein Minusgeschäft ist und bleibt, ist mir selbst klar. Das müsst ihr mir nicht unter die Nase reiben. Aber dass es von Mal zu Mal immer schlecht läuft im Hause Elk, finde ich wirklich frech. Ich meine, ich hatte 47.000 Euro. Ich hatte ja einen vorhergehenden Blackjack-Gewinn. Konnte somit ein bisschen was gewinnen. Ich bekomme natürlich keine Verbindung auf den Top Wild. Ich bekomme einen weiteren Deadspin, bekomme den vierten Minusbonus bei, verliere somit tatsächlich
20.000 Euro. Und das ging jetzt extrem schnell. Es waren 10 Minuten. In der Euphorie kommt es hin und wieder zu kurz. Am Ende des Tages stellt Glücksspiel für mich kein monetäres Risiko dar. Ich kann mir das gut leisten. Dennoch sollte man diese Sucht definitiv nicht unterschätzen. Macht es mir bitte nicht nach. Das ist natürlich einfacher gesagt wie getan. Und obwohl man es anhand mancher Streamer vermuten möchte, ist und bleibt Glücksspiel für den Durchschnittskonsumenten immer ein Minusgeschäft. Seid da bitte immer vorsichtig. Macht's mir nicht nach. Cheers.